Ja, das war nach dem Spiel, wie wir dann aus Augsburg zurückgekommen sind. Waren wir dann noch beim Niki. Und ja, wie es ihm jetzt geht, ich glaube, oder ich weiß, dass die OP sehr gut verlaufen ist. Und ja, wünsche ihm natürlich auf dem Weg nur das Beste. Ja, da ist sicherlich noch Zeit. Und wer Niki kennt, glaube ich, der weiß, dass er dann wirklich ein Kämpfer ist. Und wenn er sich ein Ziel steckt, dass er seine Ziele auch erreichen kann. Und davon bin ich zu 100% überzeugt. Ja, ich glaube, dass wir in den letzten Wochen auch in der Viererkette, glaube ich, sehr viel rotiert haben, dass da immer durchgewechselt wurde, also situationsabhängig durch Verletzungen oder Ausfälle. Und natürlich wollen wir da wieder stabiler stehen und in der Defensive wieder unseren Job machen und da natürlich über einen längeren Zeitraum weniger Tore bekommen. Und natürlich mit dem Rhythmus, den wir jetzt versuchen, einfach zu haben, wenn wir eine Viererkette haben, die, glaube ich, über einen längeren Zeitraum zusammenspielt und natürlich mit der Einstellung dann. Was heißt Wille? Wille will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und wir wollen alle und das sieht man, glaube ich, auch in unseren Spielen. Aber sicherlich fehlen oder hat in den letzten, speziell in den letzten 2 Spielen, die paar Prozent gefehlt, um den Sieg zu holen. Und da müssen wir natürlich wieder hinkommen, diese paar Prozent wieder in den Tag zu legen und auch in unseren Spielen. Ich glaube, dass Olympiakos, glaube ich, als Team wirklich sehr, sehr stark ist. Und nochmal hier zu Hause, nochmal extremer mit ihren Fans in ihren Rücken, glaube ich, wie man, glaube ich, im Spiel zum Beispiel gegen Tottenham sehr gut sehen konnte, wo sie 2-0 zurücklagen und dann noch dann 2-2 erzielt haben, dass sie da wirklich sehr gefährlich sein können. Und natürlich glaube ich, dass sie speziell über die Außen sehr, sehr schnell sind. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, an dem ich mich sehr gut erinnern kann. Die Atmosphäre hier war wirklich einzigartig und wir wissen und müssen natürlich auch darauf vorbereitet sein, was uns hier erwarten wird, und das wird wirklich eine überragende Stimmung sein. Das ist, glaube ich, in erster Linie schwierig zu sagen, wo wir jetzt 2 Gesichter haben, das glaube ich nicht. Aber uns ist natürlich bewusst und uns ist es natürlich auch aufgefallen, dass wir in der Champions League so ein Ergebnis erzielen konnten und jetzt in den letzten 2 Spielen in der Bundesliga nicht. Und warum oder an was es liegt, wissen wir jetzt nicht so genau, aber wir wollen natürlich dann morgen wieder da weitermachen, wo wir im letzten Champions League-Spiel aufgehört haben und dann auch wieder in die Spur kommen. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft sind, die in erster Linie auf ihre eigenen Stärken schaut, und das werden wir morgen genauso. Wir werden versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen, von der ersten Minute versuchen, Ruhe zu bewahren und einfach das auf den Platz bringen, was uns stark macht und uns macht, stark auf uns selbst zu schauen. Und ja. Ja, also Serge ist wohlauf, ist gesund. Das hat er jetzt auch im letzten Spiel in Augsburg bewiesen, in der Nationalmannschaft bewiesen, in London bewiesen. Also von daher, Serge ist hundertprozentig einsatzfähig, ja. Niklas ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, ein wichtiger Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft, ein wichtiger Bestandteil auch unserer Abwehr. Deswegen tut es mir wahnsinnig leid, dass es zu dieser Verletzung kam. Die Verletzung ist so schwerwiegend, wie wir es dann auch eben berichtet haben. Man kann jetzt keine Prognosen abgeben, wie schnell das jetzt klappen wird oder wie langsam in dem Fall. Ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass man dem Niklas die nötige Zeit gibt, zumal das eine Rehverletzung ist, im selben Knie. Und da muss man sicherlich auch etwas vorsichtiger mit umgehen. Dass er motiviert ist, dass er jetzt schon wieder angreifen möchte, das ist auch klar. Nur er darf nicht den Fehler machen, zu früh zu viel zu wollen, weil er ist 24 Jahre jung. Und was bedeutet oder was bedeuten letzten Endes 1-2 Monate in der Regenerationszeit im Vergleich zu 10 Jahren? Ja, also von daher müssen wir da schon behutsam an die Sache rangehen und wir werden mit Sicherheit nichts forcieren. Wenn es möglich ist, okay, wenn nicht, dann werden wir ihm alle Zeit der Welt geben, dass er gesund wird. Zur zweiten Frage oder zur ersten Frage in dem Fall. Ja, ich habe einen guten Kader, das habe ich immer wieder auch gesagt. Und ich habe auch immer wieder gesagt, dass jeder seine Einsatzzeiten bekommen wird, egal auf welcher Position, beziehungsweise egal welcher Spieler auch. Und Sie sehen selbst, dass alle Spieler zum Einsatz kommen und kommen werden. Und in der Abwehr haben wir jetzt mit Benji, mit Pavard, beziehungsweise
Hernandez und auch Boateng, aber auch mit Javi. Ja, vier Spieler, die das ausfüllen können. Von daher werden wir mal schauen, wie wir das morgen probieren. Ich habe es ja immer wieder auch gesagt und ich verstehe auch Ihre Fragen immer wieder, aber ich hoffe, dass man mich auch mal versteht, ja, weil wir reden immer darüber, dass wir uns gegenseitig sehr respektieren, ja, und das mache ich auch und ich habe auch das Gefühl, dass es von Ihrer Seite so ist. Der Thomas ist ein wichtiger Bestandteil, habe ich immer wieder gesagt, wie jeder andere auch, und ob er denn morgen spielt oder in den nächsten Wochen, das wird die Zukunft zeigen, ja, und ich möchte da auch nichts, aber ich weiß, welche Wertigkeit er hat. Und das können Sie mir glauben, das hat er letztes Jahr bewiesen, wo ich ja nun jetzt ein Jahr hier bin. Und das wird er dieses Jahr, jetzt, heute, morgen, übermorgen auch beweisen. Ja, das ist das Naturell von Thomas Müller. Thomas will immer spielen, egal wo. Und er ist auf der rechten Außenbahn Weltmeister geworden mit Deutschland, obwohl das nicht seine Schokoladenposition ist, das wissen wir alle, das hat er auch schon gesagt. Aber es wiederholt sich und es tut mir leid, dass ich wirklich ziemlich langweilig bin, aber wir haben eben diesen Kader, den wir haben, und mit Felipe Coutinho haben wir einen Spieler bekommen, der für mich richtig gut eingeschlagen hat. Ich habe ihn jetzt auch gegen Augsburg gut gesehen, gerade auch in der zweiten Halbzeit, und es bleibt dabei. Jeder Spieler wird wichtig werden, weil wir haben jetzt mit Fiete Arp, mit Niklas Süle, und aber auch jetzt mit Mika, ja, Cousins, drei verletzte Spieler. Das heißt, wir sind komplett angereist mit 16 gesunden Spielern. Der Kader gibt nicht mehr her. Und Sie können mir glauben, dass die Anzahl der Spiele letzten Endes auch dafür sorgen wird, dass jeder, aber auch wirklich jeder, genügend Spiele spielen wird und jeder auch froh sein kann, dass er auch mal eine Pause bekommt, damit auch der andere rankommt. Also, ich weiß, Sie kennen die Geschichte. Bayern München ist fünfmal Champions-League-Sieger geworden, beziehungsweise davon dreimal Landesmeister, beziehungsweise zweimal Champions League. Wenn man mal die ersten drei wegzieht, ja, und bis heute rechnet, sind es 40 Jahre vergangen und in 40 Jahren hat man zweimal den Titel geholt. Also von daher, das ist nicht so einfach. Also es ist ein Wunsch jedes Einzelnen, ja, oder auch jeder Mannschaft, die dort teilnimmt. Aber die Schwierigkeit bleibt. Ja, es ist nicht einfach. Wir arbeiten dran. Ich habe trotz des Ergebnisses jetzt am Wochenende habe ich eine gute Mannschaftsleistung gesehen, beziehungsweise wenn ich das bewerten möchte, die ersten 11 Spiele, ersten Pflichtspiele, ja, also 8 Bundesliga, beziehungsweise zweimal Champions League und einmal Pokal im Vergleich zum letzten Jahr, haben wir, ich glaube, 15 Tore mehr geschossen. Das heißt, nach vorne hin sind wir sehr viel effektiver geworden, haben 3 Gegentreffer mehr. Das heißt, da müssen wir dran arbeiten. Und das wollen wir morgen machen und in der Zukunft. Wir wollen alles holen, was es gibt. Aber es geht nicht durch Erzählen, sondern es geht nur in dem Fall mit Siegen. Also die Rolle ist wie bei jedem anderen auch. Ich wiederhole mich nochmal. Jeder wird auf seine Spiele kommen. Und der Javi hat es jetzt in Augsburg sehr, sehr gut gemacht. Aber auch dort haben wir 2 Gegentreffer kassiert. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, wenn Javi spielt, dass wir jetzt keine 2 Gegentreffer kassieren. Wir müssen als gesamtes Team defensiv so arbeiten, wie wir es offensiv machen. Denn ich habe es gerade eben gesagt und da können Sie sicherlich die Statistiken irgendwo zu Rate ziehen, dass wir uns nach vorne hin auf jeden Fall gesteigert haben im Vergleich zum letzten Jahr. Nach hinten hin sind wir etwas schlechter geworden, aber das müssen wir beheben. Und da gehört jeder Einzelne dazu. Und das ist nicht nur die Abwehr oder auch der Torwart, sondern die Abwehr beginnt vorne und endet hinten und der Sturm beginnt hinten und endet vorne. Relativ simpel. Bei München geht immer auf Reisen oder wenn sie zu Hause spielen und möchten jedes Spiel gewinnen. Wir wissen auch, dass wir hier gegen einen sehr starken Gegner spielen, der gegen Tottenham ein 0-2 aufgeholt hat. Das muss man auch ganz klar apostrophieren, hervorheben. Dass die Unterstützung sehr groß sein wird hier in Griechenland, ist ein sehr, sehr gutes Publikum. Das muss man auch hervorheben. Das wird ein schwieriges Spiel und man muss den Spielverlauf letzten Endes morgen sehen. Aber wir gehen mit Sicherheit nicht in das Spiel und sagen, was ist, wenn wir verlieren. Wir gehen in ein Spiel und wollen jedes Spiel gewinnen. Nein, also letzten Endes hat der Präsident dort niemanden gefordert, sondern ich habe den Javi Martinez gegen Augsburg gebracht.
Ja, und das war eins und allein die Entscheidung meines Trainersteams, meines Trainerteams und meiner Person. Also von daher, ich tausche mich mit dem Uli Hoeneß oft aus. Also von daher, all das, was der Uli sagt, oder Uli Hoeneß in dem Fall sagt, muss man jetzt nicht versuchen, wieder anders zu interpretieren, sondern es ist wirklich so, ich stelle die Mannschaft auf. Wir sind diejenigen, die tagtäglich mit den Jungs arbeiten. Wir haben sie tagtäglich vor Augen. Und wie gesagt, jeder kriegt seine Chance. Javi hat das jetzt sehr gut gemacht. Und von daher gehört er genauso wie alle anderen zum Bereich oder zum Kader, der morgen auch auflaufen kann. Ja, also ich habe das ja mit Niklas Süle erklärt. Ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Nicht nur dieser Mannschaft, sondern auch der Nationalmannschaft. Er fehlt jeder Mannschaft, aber wir sind beim FC Bayern München und mit Benjamin Pavard, mit Lucas Hernandez und auch mit Jérôme Boateng, wenn ich sie jetzt mal nur diese drei Namen nenne, das sind alles amtierende Weltmeister bzw. ein ehemaliger Weltmeister. Wir haben schon sehr viel Qualität auf dieser Position, sodass ich davon überzeugt bin, dass wir diesen doch schwerwiegenden Ausfall trotzdem kompensieren werden. Und die Atmosphäre, ja, ich habe selbst auch in Griechenland gespielt und es macht immer wieder Spaß, hier zu spielen, weil das ist eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung. Ja, das ist sicherlich für die Gastmannschaft nicht immer ganz einfach, aber auch das soll für uns ein Faktor der Motivation sein. Ja, das wollen wir umkehren und für uns dann eben auch nutzen. Wir reden über 3 Tore. Ich habe mir mal wirklich die Mühe gemacht, mal die 11 Pflichtspiele, wie gesagt, 2 Champions League, einmal Pokal bzw. 8-mal Bundesliga mir anzuschauen. Wir haben letztes Jahr, ich weiß gar nicht, 10 Gegentreffer gehabt und jetzt hat man 13. Also ist bei Weitem nicht so viel schlechter, als die Anzahl der geschossenen Tore sehr viel mehr ist. Ich glaube, da bewegen wir uns bei 15. Das bedeutet letzten Endes, wenn man etwas offensiver und aufläuft und so viele Chancen kreiert wie wir, die man nicht immer alle reingemacht hat, dann kann es auch schon mal passieren, dass man eben hinten 3 Tore mehr kassiert. Ja, das, was ich gerne natürlich hätte, ich möchte gerne mehr Tore schießen, mehr Chancen kreieren und weniger Gegentreffer kassieren, das ist ganz klar, das ist auch unser Ziel, unser Anspruch. Und da müssen wir arbeiten, dass wir die Balance finden zu dem offensiven Spiel, das wir haben, dass wir aber trotzdem, wenn wir den Ball nicht haben, dementsprechend die richtigen Entscheidungen treffen. Und ja, ich bleibe trotzdem dabei, das letzte Spiel hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir nicht verteidigen wollten oder nicht können, sondern in dem Fall hat das Quäntchen Konzentration gefehlt, gleich am Anfang bzw. dann am Ende. Also wir arbeiten täglich dran und ich finde schon, dass eine Entwicklung absolut zu sehen ist.